Eine Zahnspange ist eine grobeiartige Möglichkeit, um Zahnlar ein Viertelzeken zu schließen und Zahnfehlstellungen zu korrigieren. Doch damit die Zahnspange effektiv arbeiten kann, ist eine GAA ein viertelendliche Pflege unerlässlich. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Zahnspange richtig pflegen könnt, um sowohl eure Zähne als auch die Zahnspange selbst sauber und gesund zu halten. 1. Regelmäßiges Zähne putzen. Das Wichtigste bei der Pflege einer Zahnspange ist das regelmäßige Zähne putzen. Durch die Zahnspange können sich Essensreste und Bakterien leichter ansammeln, daher solltet ihr eure Zähne nach jeder Mahlzeit GAA ein Viertel endlich putzen. Verwendet am besten eine weiche Zahnbar ein Viertel RSTE und eine fluoridhaltige Zahnpasta, um Karies vorzubeugen. Achtet darauf, auch die Zwischenraume zwischen den Zähnen und den Drähten der Zahnspange GAA ein Viertel endlich zu reinigen. 2. Verwendung von Interdentalbar ein Viertler Sten oder Zahnseide. Um die Zwischenraume zwischen den Zähnen und den Drähten der Zahnspange GAA ein Viertel endlich zu reinigen, empfiehlt es sich, Interdentalbar ein Viertler Sten oder Zahnseide zu verwenden. Diese Hilfsmittel ermöglichen es euch, auch schwer erreichbare Stellen zu reinigen und so Karies und Zahnfleischentzer ein Viertelendungen vorzubeugen. 3. Mundspar ein Viertelung. Eine Mundspar ein Viertelung kann dabei helfen, Bakterien im Mundraum zu reduzieren und so Mundgeruch vorzubeugen. Achtet darauf, eine Mundspar ein Viertelung ohne Alkohol zu verwenden, da Alkohol das Zahnfleisch reizen kann. 4. Richtige Ernährung. Auch eure Ernährung spielt eine wichtige Rolle bei der Pflege eurer Zahnspange. Vermeidet klebrige und zuckerhaltige Lebensmittel, da sie sich leicht an der Zahnspange festsetzen und Karies verursachen können. Stattdessen solltet ihr auf eine ausgewogene Ernährung achten und viel Wasser trinken, um eure Zähne und die Zahnspange sauber zu halten. 5. Regelmäßige Kontrolltermine beim Kieferorthopäden. Um sicherzustellen, dass eure Zahnspange korrekt arbeitet und sich keine Schäden an der Zahnspange oder den Zähnen entwickeln, ist es wichtig, regelmäßige Kontrolltermine beim Kieferorthopäden wahrzunehmen. Dort kann der Kieferorthopäde eure Zahnspange ein Viertel Berpra ein Viertel Feen und gegebenenfalls anpassen, um den Behandlungsverlauf zu optimieren. Fazit: Eine GAA ein viertelendliche Pflege der Zahnspange ist entscheidend, um die Effektivität der Behandlung zu gewährleisten und Karies und Zahnfleischentzer ein Viertelendungen vorzubeugen. Achtet darauf, eure Zähne regelmäßig zu putzen, interdentalbar ein Viertelersten oder Zahnseide zu verwenden, eine Mundspar ein Viertelung zu benutzen, auf eure Ernährung zu achten und regelmäßige Kontrolltermine beim Kieferorthopäden wahrzunehmen. So könnt ihr sicherstellen, dass eure Zahnspange effektiv arbeitet und eure Zähne und das Zahnfleisch gesund bleiben. Plantate FA ein Viertel lehnen sich beim Sprechen und kauen sehr natter ein Viertelriche an und erfordern keine besondere Pflege oder Einschränkungen bei der Ernährung. Sie sind fest im Mund verankert und bewegen sich nicht. Zahnersatz hingegen kann sich manchmal lockern oder verrutschen, insbesondere beim Essen oder Sprechen. Dies kann dazu FA ein Viertel rennen, dass der Trager sich unwohl FA ein Viertel HLT und bestimmte Lebensmittel vermeiden muss. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den Sie bei der Entscheidung zwischen Zahnimplantaten und Zahnersatzbehrer ein Viertel sichtigen sollten, ist der finanzielle Aufwand. Zahnimplantate sind in der Regel teurer als Zahnersatz. Da sie eine aufwendige chirurgische Einsetzung erfordern und aus hochwertigen Materialien hergestellt sind, kann ihnen die Kosten FA ein Viertel eher Zahnimplantate schnell steigen. Zahnersatz hingegen ist in der Regel eine kostengar ein Viertel instigere Lassung, insbesondere wenn sie sich FA ein Viertel eher eine Teilprothese anstelle von Einzelimplantaten entscheiden. Letztendlich HNGT die Wahl zwischen Zahnimplantaten und Zahnersatz von ihren individuellen Beda ein Viertelöffnissen, ihrem Budget und ihrer Mundgesundheit ab. Wenn Sie einen langfristigen und stabilen Ersatz FA ein Viertel eher verlorene Zähne suchen und bereit sind, in eine dauerhafte Lassung zu investieren, sind Zahnimplantate möglicherweise die richtige Wahl FA ein Viertel eher Sie. Wenn Sie hingegen eine kostengar ein Viertel instigere und schnellere Option bevorzugen und mit den Einschränkungen von Zahnersatz leben können, ist Zahnersatz möglicherweise die bessere Wahl.
In jedem Fall ist es wichtig, mit Ihrem Zahnarzt zu sprechen und eine GAA-1/4-ländliche Untersuchung durchführen zu lassen, um festzustellen, welche Behandlungsoption FA1/4 Sie am besten geeignet ist. Ihr Zahnarzt kann Ihnen bei der Auswahl zwischen Zahnimplantaten und Zahnersatz helfen und Sie A1/4 die Vor- und Nachteile jeder Option informieren. Denken Sie daran, dass die richtige Behandlung dazu beitragen kann, Ihr Lachen wiederherzustellen und Ihre Mundgesundheit zu verbessern.